Hallo Videospielfreunde und Videospielfreundinnen. Heute geht's wie immer um Gaming. Aber nicht nur um Gaming, sondern um Gaming zum Lesen. Halt, 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 stopp, 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 stopp. Nicht gleich wegschalten, weil Lesen tut nicht weh und schon gar nicht, wenn es um Games zum Lesen geht. Böse Brummer, die verbotene Zone. Ein wunderbares Comic für alle Gamer, die lesen können. Wenn ihr euch da angesprochen fühlt, dranbleiben. Worum geht's bei Böse Brummer? Ich versuche es möglichst spoilerfrei zu halten. Also, zwei Jungs, Steve und Pete, träumen davon, Bugjäger zu werden. Das sind die Dinger da bei mir im Hintergrund. Und sie entdecken einen alten Aufzug, der in die verbotene Zone führt. Jaja, in die Zone der Bugs. Zwei Kumpels ziehen los und erleben ein wunderbares Abenteuer in einer verrückten, feindseligen Umgebung. Das Buch erinnert mich verdächtig stark an ein wunderbares Videospiel, nämlich an Enter the Gungeon. Aus diesem Spiel stammen auch die gezeigten Szenen. Wie bei Böse Brummer kann man zusammen mit seinem Kumpel in Koop-Modus in einen Aufzug steigen und in die Zone fahren. Ja, betritt man die Zone, erlebt man dort wunderbare Abenteuer. Eine klare Leseempfehlung für Böse Brummer und eine klare Zockempfehlung für Enter the Gungeon. Falls ihr es noch nicht habt, es gibt es jetzt gerade aktuell im Epic Store für 0 Euro, also zuschlagen. Ich verlinke euch unten gleich mal das Buch, damit ihr es auch finden könnt. Wenn euch dieser kleine Beitrag gefallen hat, dann schenkt mir einen Daumen hoch, das tut nicht weh. Und wenn ihr ein Meerschweinchen füttern wollt, dann abonniert mal kräftig, das könnt ihr gleich da unten tun. Für euch geht's jetzt gleich weiter mit Nintendo Switch Spielesammlung, mit meiner Nintendo Switch Spielesammlung oder mit Zelda A Link's Awakening. Bis gleich!